Am 20. Jänner fand im Bundeikeller in Kaltern der alljährliche Neujahrsempfang der Freiheitlichen Partei statt. Neben unseren 6 Abgeordneten im Landtag fanden sich an die 100 Gäste ein, die zu Beginn der Veranstaltung von Gastgeber Alexander von Egen herzlich begrüßt wurden. Der Nationalratsabgeordnete und Südtirol-Sprecher der FPÖ, Werner Neubauer, betonte in seiner Rede, es sei an der Zeit, sich neue, hehre Ziele zu stecken. Ja, ich denke, dass die Zusammenarbeit eine sehr gute sein wird. Die ersten Schritte sind jetzt einmal gesetzt. Wie sich das jetzt im Konkreten dann ergeben wird, werden die nächsten Gespräche in den nächsten 6-7 Wochen zeigen. Wir haben auf jeden Fall Großes vor, dass wir in der Ausbildung, in der Kommunikation, in der Rhetorik, in allen möglichen Bereichen des politischen Lebens Schulungen auch gemeinsam machen wollen, um für den Wahlkampf bestens gerüstet zu sein. Und für den Wahlkampf selber bieten wir natürlich auch unsere Unterstützung an, und da haben wir schon einige Themen und einige Schwerpunkte, die wir da setzen wollen. Obmann Andreas Leiter-Reber schwörte in einer packenden, einstündigen Rede die versammelte Partei auf das bevorstehende Wahljahr 2018 ein. Der heutige Neujahrsempfang war natürlich geprägt einerseits von der wieder erstärkten und neuen Zusammenarbeit mit der FPÖ in Österreich. Wir haben Werner Neubauer heute hier empfangen und auch eine Delegation der Tiroler FPÖ. Und wir haben heute auch ein bisschen den Einzug der Freiheitlichen Partei in den Bundesvorstand in Österreich gefeiert. Denn nach Jahren der Abwesenheit sind wir jetzt wieder im Bundesvorstand der FPÖ vertreten, was mich sehr freut für unsere Partei, da wir jetzt auch in Österreich einfach die besseren und besten Kontakte zu den Ministerien haben. Die Freiheitliche Partei wird wie in der Vergangenheit auch kernig in den Wahlkampf gehen. Für uns ist es wirklich wichtig, dass wir dieses Abdriften nach links, das die Volkspartei ja in den letzten Jahren vollzogen hat, dass wir diesem Abdriften ganz klar entgegenwirken und dass wir mit unseren freiheitlichen Themen, sei es den sozialen Ausgleich, sei es die kontrollierte Einwanderungspolitik, dass wir da wirklich punkten und auch themenbestimmend sein. Mit geschärftem Profil und neuer Frische ist die Partei bereit für künftige Herausforderungen. Bei den Landtagswahlen gilt es, so stark wie möglich zu werden, um eine grüne Regierungsbeteiligung auf Landesebene zu verhindern. Als soziale, leistungsorientierte und patriotische politische Kraft will man sich für eine kontrollierte Einwanderung, mehr öffentliche Sicherheit, einen konsequenten Ausbau der Autonomie, Schutz der Muttersprache und die finanzielle Entlastung der fleißig arbeitenden Bevölkerung einsetzen. Wir lieben das Land Tirol.